Ja, hallo ihr Lieben, ist Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. An vielen Stellen Deutschlands, wenn wir nicht schon wieder den 27. Lockdown hätten, aber das ist nicht unser Thema hier. Ja, heute Thema ist oft gewünscht, werden wir auch am Sonntagabend nochmal auf Twitch nochmal im Detail besprechen. 15 Strategien für mehr Trennungskompetenz. Das scheint gerade ein Thema zu sein, was meine Community sehr interessiert. Werden wir auch auf Twitch nochmal besprechen am Sonntagabend. Und weiß nicht ganz genau, wann ich das Video hochlade, mal sehen. Wahrscheinlich auch Sonntag. Und dann könnt ihr auch nochmal dazukommen. Ist ein Thema, ja klar, wenn man irgendwo drin hängt, hast du Gefühl, man kann nicht raus. Ist natürlich ein komplexes Thema. Ich empfehle da auch meine Kurse oder macht da irgendwo Beratung oder sonst was, wenn ihr da Hilfe braucht. Aber genau, gucken wir einfach mal. Vorab wollte ich noch sagen, kann sein, dass ich eine kleine Pause mache, eine YouTube-Pause. Und ja, keine Ahnung. Und vielleicht, ja, keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht auch nicht. Aber werdet ihr sehen. genau, also Strategie 1. Macht dir klar, Trennungskompetenz ist Liebeskompetenz. Also wenn du in der, sozusagen, wenn du die Trennungskompetenz nicht entwickelst, also es geht jetzt in dieser Strategie darum, so ein bisschen Motivation aufzubauen und sozusagen Beziehungen bleiben musst, nur weil du dann nicht rauskommst und weil, obwohl du den anderen gar nicht mehr liebst oder obwohl der dich nicht mehr liebt, ja, dann wirst du auch keine liebesvolle Beziehung haben können. Also es gibt keine, also natürlich kann man jetzt theoretisch in irgendeine tolle Beziehung reinkommen, wo man gar nicht drüber nachdenken müsste, aber meistens ist das Universum ja nicht so gestrickt, ne? Das bringt einen ja an seine Themen und man kann da, man hat sich noch eh nicht vorweglaufen. Also gerade wenn man da Themen mit Trennungskompetenz hat, dann kriegt man ja gerade die Partner, wo man sich trennen müsste und also man kommt nicht drum rum und du kannst einfach nicht völlig frei in der Beziehung sein, wenn du das Gefühl hast, du bist da festgetackert und du kommst da nicht raus. So, ne? Strategie 2, mach dir klar, dass dieser Horror, sich zu trennen, eine Fantasie eines inneren Kindes ist. Das ist nicht der erwachsene Teil in dir, weil, mal ganz ehrlich, du kannst alleine einkaufen, kannst allein Wasser trinken, kannst allein atmen, brauchst du nirgendwo einen Partner für. Das muss man sich mal wieder klar machen, dass das innere Kind da Alarm schlägt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt heißt, dass das wäre ja nicht da. Das innere Kind ist ja da, aber trotzdem muss man sich klar machen, dass man in aller Regel an Trennen nicht stirbt. Das fühlt sich nur so an, aber ist dann nicht so, ne? Dritte Strategie, Shitlist erstellen. Der Klassiker aus Modul 0 in meinen Modulen. Einmal auf dem DIN A4-Bogen, den man immer mit sich schleppt, draufschreiben. Alle Gründe oder alle Sachen, die der Partner gemacht hat, die einfach haarsträubend sind, warum man sich überhaupt trennen will. Weil oft denkt man nur so an eine und dann gibt es vielleicht wieder einen guten Tag oder zwei gute Tage, dann vergisst man es wieder. Die ganzen 99 anderen Sachen. Und dann denkt man immer nur an die 1, 2, aber wenn man das auf so eine Shitlist hat und man sieht alle 99 vor sich, sehr motivierend. So, dann Strategie 4. So die klassische Ja-Nein-Liste erstellen. Also was spricht dafür, sich zu trennen? Was spricht dafür, in einer Beziehung zu bleiben? Weil es gibt immer einen Teil, der in einer Beziehung bleiben will, wie auch immer man ihn jetzt nennt. Und der will auch zumindest angeguckt werden, ne? So, also das ist ja auch ein Teil deines inneren Teams, um das mal so mit Schulz von Thun zu sagen. Und ja, der möchte ja auch verstanden werden, angehört werden. Und ja, und da kannst du mal so eine Liste erstellen. Was ist, mache ich oft mit Klienten, was ist denn der Vorteil davon, aus der Beziehung rauszugehen und der Vorteil davon, drin zu bleiben? Was da tatsächlich häufig passiert, ist, dass man überhaupt keine Gründe findet, drin zu bleiben und bleibt trotzdem drin. Aber es liegt eben an diesem suchtartigen Charakter dann häufig. Fünfte Strategie, Freunde befragen, weil Freunde haben häufig, also genau wie du, das in der anderen Person ganz leicht sehen kannst, haben Freunde häufig einen sehr klaren Blick darauf, ob das denn eine Sache ist, die man weiterverfolgen sollte. Müsste man nur noch drauf hören, so, ne? So, die sechste Strategie. Sich klar machen, dass durch einen Liebeskummer
durchgehen, ist genau dieser Prozess, der einem Trennungskompetenz gibt, weil ein Liebeskummer kompetent zu durchstreiten in all seiner Schrecklichkeit, die er haben kann, gerade nach toxischen Beziehungen, und da durchzugehen und nicht zurückzugehen und nicht in eine neue toxische Beziehung zu gehen, so in dieser Liebeskummerphase, das ist einfach so ein, das ist so angewandte Selbstliebe. Ich würde sagen, das ist, weiß ich nicht, das ist schon fast 30%, 40% der Arbeit, die man überhaupt machen muss, weil wenn man wirklich so einen Höllenliebeskummer durchstanden hat, ohne irgendwie eine neue Krücke sich gesucht zu haben, dann weiß man eigentlich, also schlimmer kann es nicht kommen, und dann tritt eine gewisse Entspannung auf. Das heißt, jeder durchlebte Liebeskummer, so ätzend er auch ist, und er ist häufig kürzer, als man denkt, wenn man alles, wenn man sich an die drei Gebote von Liebeship hält. Na, wie sind die drei Gebote? Mal Video anhalten, drüber nachdenken. Meine Kurse machen. Kein Kontakt, keine Information, keine Dreiecke, ne? Strategie 7 sind wir jetzt, glaube ich. Dysfunktionale Beziehungen als Droge sehen, weil das ist ein bisschen wie mit dem Rauchen. Ich habe jetzt nie geraucht, aber denke, das ist ganz ähnlich. Ach, hat ja jeder so seine Alltagsdrogen. Man findet immer irgendeinen Grund, bleiben wir mal beim Rauchen, warum man nicht aufhören müsste. Was natürlich totaler Bullshit ist, ne? Also zum Beispiel, es entspannt mich, und Helmut Schmidt ist ja auch nicht dran gestorben, und die neuen Zigaretten haben ja, weiß ich nicht, ich habe ja nur noch so und so viel, keine Ahnung, was da alles drin ist, ne? Und keine Ahnung, wir sterben sowieso an irgendwas, aber also man, und wenn man mal sieht, wie man sich da selber bescheißt, so im Grunde genommen, oder sein Drogenzentrum einen bescheißen lässt, dann kann man sehen, dass es in Beziehungen eigentlich genauso ist, dass man 1000 Gründe findet, dass man nicht rausgehen muss, aber es ist eigentlich alles Quatsch, irgendwie so, ne? Ich muss da immer an meinen Ausbilder denken, werde ich nie vergessen. Der hat immer gesagt, hört mal auf zu rauchen, indem man sich einfach keine mehr ansteckt. Also das ist, letzten Endes ist es wirklich diese eine Entscheidung. Aber manche Menschen, wissen wir ja, treffen die nie, bei Drogen auch nicht. Aber das ist ein Punkt, das kannst nur du treffen, diese Entscheidung. So, ne? Dann Strategie 8, die hört jetzt ein bisschen drastisch an, aber die Totenbettübung machen, das ist, oder kannst, muss auch nicht unbedingt Totenbett nehmen, kannst auch sagen, die Rentenübung. Also du stellst dir vor, du machst diesen Scheiß in dieser Beziehung, machst du noch mit bis ins hohe Alter, meinetwegen bis in die Rente, meinetwegen bis ans Totenbett, und stellst dir vor, wie du dann auf dein Leben zurück guckst, dass du so lange in so einer Rotzbeziehung warst. Das ist jetzt keine Wertung, es war vielleicht für beide eine Rotzbeziehung, also, aber das ist so eine Beziehung, die dich einfach nicht glücklich macht, die einfach ein elender Achterbahnrausch ist, ob das denn eine gute Sache ist. Weil das wird es ja bedeuten, wenn man sich nicht trennt, dass man da ewig drin bleibt, so, ne? Und ganz ehrlich, wenn du dann sagst, ja, ich will irgendwie, ist mir scheißegal, ich, weiß ich nicht, live fast, die young, hey, go for it. Naja, dann brauchst du aber auch dieses Video gar nicht angucken. Von daher spielt es auch keine Rolle. 9. Sachen vergraben oder verbrennen. Das ist auch eine sehr coole Übung. Würde ich aber erst so nach einer Trennung machen, dann sonst bescheißt man sich da auch wieder. Aber so diese, so Rituale machen, ne? Irgendwelche Sachen, weiß ich nicht, der andere sowieso nicht zurückhaben will. Also sollte man natürlich vorher fragen, aber wenn man dann sowieso keine Antwort kriegt, oder es sind Sachen, die einfach nur so ideellen Wert haben, Fotos oder ich weiß nicht was. Die irgendwo verbuddeln, umweltgerecht natürlich, ist ja klar, oder verbrennen, umweltgerecht. Unter den Vorsichtsmaßnahmen, die man da treffen muss. Sehr krasse Übung, richtig cool. 10. Eine Totenrede auf die Beziehung halten. Das ist eine Sache, die mir immer sehr geholfen hat. Da in meinen 20ern, ist vielleicht eine Sache, die man schlecht alleine machen kann. Vielleicht braucht man da jemand, der das mit einem macht, oder Berater, aber es ist grundsätzlich eine total coole Übung, so eine Totenrede auf die Beziehung halten, dann zu sagen, weil ja, was, also dann auch wertschätzen, was gut war, was nicht gut war, aber dann auch einen Deckel drauf machen, gewissermaßen, ne, im übertragenen Sinne. Ja, Strategie 11, einfach machen, einfach machen. Das ist wie bei Flugangst. Du kannst
oder irgendwelchen anderen, oder wäre Flugangst ein gutes Beispiel. Du kannst deine Flugangst nicht am Schreibtisch besiegen. Du kannst ihn nicht besiegen, indem du, weiß ich nicht, du kannst sicherlich was machen vorher, ne? Du kannst dich damit beschäftigen und kannst überlegen, ja, wie oft stürzen Flugzeuge ab und was für Geräusche gibt es im Flugzeug. Aber es gibt ja auch Leute, die gar nicht Angst haben, dass das Ding abstürzt, und haben trotzdem Flugangst, weil sie, weiß nicht, klaustrophobisch sind oder was. Aber letzten Endes muss ich irgendwann einsteigen, so, ne? Und mal ganz ehrlich, das ist eigentlich der wichtigste Punkt jetzt, Nummer 10. Trennungskompetenz bekommst du vom Trennen. Wie bekommt man Fahrradfahrkompetenz? Du kannst kein Buch lesen, du hast Fahrradfahren. Das funktioniert einfach. Irgendwann musst du es einfach machen. Und es wird jedes Mal leichter. So kann ich dir sagen. Ne? Also klar, ist jetzt ein bisschen flapsig gesagt. Also klar, also vielleicht gibt es dann, aber so meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es immer leichter wird. Vielleicht gibt es dann doch Situationen, wo es dann doch wieder aufgrund der Länge der Beziehung schwieriger ist oder keine Ahnung. Aber grundsätzlich wird es leichter. Und ja, weiß nicht, kannst du Fahrradfahren lernen, ohne aufs Fahrrad zu steigen? Glaube nicht. Strategie 11, oh, ist ja das Gleiche. Einfach machen. Strategie 12, oh, einfach machen. Strategie 13, einfach machen. Strategie 14, go for it, mach es einfach. Und 15, einfach machen. Also es ist eigentlich, ehrlich gesagt, ist das meiner Ansicht nach das Wichtigste. Man kann sich da, das sind alles Krücken, die ich jetzt vorher gesagt habe, die einem helfen. Aber am Ende des Tages ist es deine ganz persönliche Entscheidung. Die kann dir auch keiner abnehmen. Ich kann die keinem abnehmen. Keine Community kann dir abnehmen. Kein Buch kann dir abnehmen. Also nachdem du alles durchdacht hast, durchlesen hast, diskutiert hast, ist deine ganz persönliche Entscheidung und auch Verantwortung, ob du in einer bestimmten Beziehung bleibst oder nicht. Da bringt es auch nichts, immer auf die bösen anderen zu gucken, wie böse, gemein die sind. Kann sein. Sind sie vielleicht? Sind sie oft bestimmt? Aber letzten Endes, ja, bist du ein souveränes Wesen, was gehen kann oder bleiben kann. Und wenn du denkst, wird es diese Souveränität nicht zu gehen, dann würde ich mal sagen, es ist in aller Regel, vielleicht kann man jetzt irgendwelche völlig absurden oder, weiß ich nicht, krassen Ausnahmen wieder finden, da schreibe ich schon wieder irgendeiner runter, ja, aber wenn man sich der Partner, keine Ahnung, eine Sauerstoffflasche hat und wenn man sich trennt, dann muss man weg von der Sauerstoffflasche und stirbt sofort. Ja, also man kann jetzt sicherlich irgendwas, keine Ahnung, konstruieren jetzt, aber in aller Regel, ja, ist es eine Illusion. Es ist eine Illusion, wie es viele Illusionen im Leben gibt, dass du nicht die Souveränität hast zu gehen. Ja. Und klar, kann man jetzt wieder böse Kindheit dafür verantwortlich machen und die bösen Eltern und das, keine Ahnung, verstorbener Zwilling im Mutterleib. Also ich will die Sachen jetzt nicht alle abtun, das sind total blöde, aber mal ganz ehrlich, wer von uns hat denn nicht eine schwierige Kindheit gehabt? Also die meisten. Sicherlich manche noch viel schwieriger, aber kannst jetzt wieder tausend Gründe finden, warum du das nicht kannst, aber letzten Endes beschneidest du dich selber damit, ne? Also, ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.